hasse Hausaufgaben. Warum muss es Herr Müller Mathe immer so schwere Sachen aufgeben? Ja, ich hätte viel lieber Ferien. Bei welcher Aufgabe kommt ihr denn nicht weiter? Vielleicht kann ich euch helfen. Ja, was ist denn 10 mal 30 geteilt durch 2? Was soll denn das sein? Du musst erstmal 10 mal 30 ist 300 rechnen und dann geteilt durch 2 und das ist? Ich weiß es, 150. Ja, das ist richtig. Marie, Leni, wollen wir rausgehen und was spielen? Ja, wir sind sowieso schon mit den Hausaufgaben fertig. Schaut mal, da ist Papa. Hallo, Papa. Hallo, Kinder. Was machst du da? Ich kehre das Laub zusammen. Der Herbst hat uns schon fest im Griff. Und der Wind wird von Tag zu Tag stärker. Wollt ihr mir vielleicht helfen? Nein, jetzt gerade nicht. Vielleicht später. Wir wollen etwas spielen. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Alles umsonst. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Wollen wir Verstecken spielen? Ja, können wir machen. Nee, also ich spiele nicht mit. Ich will lieber was in Sandkasten bauen. Egal, dann spielen wir halt nur zu zweit. Gut, okay, ich zähle bis 20. 1, 2, 3. Wo verstecke ich mich denn jetzt? 6. Ah, vielleicht 7, unter der Rutsche. 8, aber dann 9, sieht sie mich doch, 10, oder? 11. Egal, 12, dann mache ich mich halt ganz 13, klein und bin ganz leise. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich komme, versteckt oder nicht? Hey, der ganze Sandkasten ist voller Blätter. Das ist ungerecht. Ich wollte doch eine Sandburg bauen. In der Hängematte ist sie auch nicht. Wo ist sie denn bloß? Oh, da hinten raschelt was. Das ist bestimmt Leni. Leni, ich hab dich. Du kannst rauskommen. Gar nicht Leni, sondern Igel. Mei, bist du süß. Wo bleibt denn Marie? Ich sitze hier schon ewig unten. Leni, was machst du da? Warum sitzt du unter der Rutsche? Marie wollte mich suchen, aber sie kommt irgendwie nicht. Hey Leute, kommt mal rüber. Schaut mal, wer da ist. Da drüben ist ein Igel. Kommt schnell. Boah, cool, ein Igel! Da, seht ihr ihn? Ist der nicht süß? Marie, ich sehe da keinen Igel. Ich auch nicht. Schade. Hä, aber da war einer, ganz sicher. Ich bin doch nicht blöd. Igel, komm raus. Brauchst keine Angst vor uns zu haben. Der Igel! Schaut mal, da ist der Igel! Jetzt habe ich sie verseucht. Liegt bestimmt an meinen Windpocken. Da waren noch 2 Babys dabei. Habt ihr die gesehen? Süß. Bin wieder da. Ups, was ist denn hier los? Papa, wir haben 3 Igel im Garten. Eine Mama und 2 Babys. 3 Igel? Und wo sind die? Sie waren dort drüben in dem Blätterhaufen. Und jetzt sind sie drüben im Gebüsch. Da kommt mir eine Idee. Wie wär's, wenn wir alle Blätter zu einem großen Haufen zusammenkehren würden? Und darin können sich dann die Igel verstecken und vielleicht sogar ihren Winterschlaf abhalten. Super Idee! Ja! Gut, dann schnappt sich mal jeder einen Besen oder ein Rechen und dann können wir loslegen. Thank you.
Super macht ihr das. Wir haben es gleich geschafft. Das macht voll Spaß. Toll, wir sind fertig. Oh, das ist aber ein großer Haufen. Da würde ich jetzt gern reinspringen. Nee, lieber nicht. Sonst haben doch unsere Igel kein Zuhause mehr. Jetzt müssen wir uns nur noch verstecken. Vielleicht kommen dann die Igel wieder raus. Ja, schnell, alle hinter dem Baum. Oh, hoffentlich kommen sie jetzt bald. Psst, Papa, nicht so laut, sonst kommen sie gar nicht. Oh, schaut's mal. Jetzt haben sie aber wirklich ein schönes Zuhause. Huch, was macht ihr denn alle im Garten? Mama, wir haben 3 Igel im Garten und jetzt haben wir für sie einen großen Blätterhaufen gebaut. So können sie dort ihren Winterschlaf halten. Das ist ja toll. Dann können wir ihnen vielleicht mal Katzenfutter und Haferflocken geben, damit sie sich für den Winterschlaf Speck anfressen können. Aber die kommen ja nicht an unseren Kühlschrank. Nicht, dass ich später nichts mehr zu essen habe. Papa! Hallo ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen und wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Lasst uns auch ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Darüber freuen wir uns wirklich immer sehr. Und vielen, vielen Dank an 20.000 Abonnenten. Wir sind einfach schon 20.000 auf diesem Kanal. Das ist einfach so... Das kann man gar nicht in Worte fassen. Also danke, danke. Wir freuen uns natürlich über jeden einzelnen neuen Abonnent, der zu uns dazukommt. Also wer neu ist, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Hinterlasst uns auch bitte einen Kommentar. Die lesen wir auch immer gerne. Und ja, dann sehen wir uns bei unserem nächsten Video. Schaltet unbedingt ein. Tschüss!